Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Norden von Novigrad unterwegs, beziehungsweise im Dörfchen Lindenthal letzte Folge angekommen. Und hier haben wir noch eine Quest gefunden. Ein Möchtegern-Hexer. Und zwar hat sich hier wohl jemand als Hexer ausgegeben und ziemlichen Schabernack getrieben. Und man hat uns gebeten, dem Kollegen mal auf Zahnfleisch zu fühlen, beziehungsweise auf die Füße zu treten. Ja, können wir mal vorbei? Danke. Und das machen wir jetzt. Das ist ja nicht so weit. Wir sollen schon zum Friedhof. Auf dem waren wir auch, glaube ich, schon, ne? Der Friedhof sagt mir was. Waren wir doch damals schon. Kommen wir hier irgendwie hoch? Also, Plätze nicht, aber Geralt an sich, so. Schaffst du das, Minion? Ja, klar. So. Räumen wir das Feld von hinten auf. Hm, seltsam. Oh, was dümpelt da hinten rum? Danke, danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Mhm. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte, verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Es hat zwei Hexer gebraucht, um diesen Ghoul zu töten. Hier ist nur ein Hexer. Naja, wir sollten bei der Wahrheit bleiben. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Lasst ihn ziehen, ne, der lernt nicht. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehakt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Ja, so geht's auch nicht. Und er hat auch keine Reue gezeigt. So, Kinders. Wir waren eigentlich auf Schatzsuche. Das heißt, wir reiten jetzt wieder zurück ins Dorf. Um zu porten. Bitte sehr, danke sehr. Und dann machen wir die nächste Schatzquest. Genau, für den Totengräber haben wir doch damals gequestet hier. Was? Wow! Warum drängelst du denn so? Der Teufel aus der Eiche schaut. So. Jetzt müssen wir nur noch die Quest markieren. Schatz suchen. Mit Göttern spielt man nicht. Wo sollen wir da hin? Nach... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh, was ist das denn hier? Nicht erkundeter Ort, okay. Reuseninsel. Dann ab nach Kleinweg. Gewinne Pferderennen, um dein Pferd bessere Ausrüstung zu verschaffen.
Na, Pferdrennen haben wir bis jetzt nur zwei gefunden, bis jetzt, ne? Oh, ne. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, ich hoffe, die Viecher bleiben jetzt da, wo sie sind. Und, beweg dich. Wir müssen in die Richtung. Obwohl, Level 23? Hm, vielleicht hätten wir die ansatzweise geschafft. Was ist das da unter dem Wasser? Sind das ertrunken, ne? Die sind aber verdammt schnell. Langsam. Das will ich mir von nahem ansehen. Mit einem Silberschwert. Ich hoffe, die sind vom Level jetzt nicht zu hoch. Nebling. Aua! 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 Was ist das? Wie weit ist denn der Schatz jetzt noch weg? Ja gut. Da müssen wir mal plötzlich das zum Laufen. Vielleicht doch einen Tacken zu weit. Wenn wir unser Pferd jemals wiederfinden. Dann mal los. Schon mehrmals. Ich glaube, an den Schatz kommen wir gar nicht ran hier, ne? Oder? Oder stand Level 15, also. Aber das war jetzt nicht der mit dem View von oben, oder? Bitte nicht. Den Ort der Macht. Komm jetzt. Wird unter uns. Hey! Ein Ort der Macht. Ist hier ein Höhleneingang irgendwie? Mal eben lunchen. Ich sehe hier keine Höhleneingang. Es sei denn, in der Ruine geht es irgendwie runter. Okay, da waren ja die Mittagserscheinungen, was das war. Magische Falle. Versuchen wir es mal. Keiner da? Geister nach vorne irgendwo rum. Wir haben uns bestimmt gleich auf dem Schirm. Bleib da drin! Was? Mit Göttern spielt man nicht. Aber wir haben das hier immer noch nicht erkundet. Wie kommen wir da runter? Das war hier gerade.
gerade? Hier war doch gerade irgendwas. Oder auch nicht. Irgendwas übersehen wir hier. Also ich, du da draußen natürlich nicht, aber... Sieht nach Regen aus. Danke, Geralt. Geht's hier irgendwo runter? Verstehe ich nicht. Ein Wasserhaus vielleicht? Also hier garantiert nicht. Ich sehe keinen Höhleneingang. Nicht mal ansatzweise. Warum nicht? Hier muss irgendwas unter der Erde sein, weil hier dieser... Ist ja auch nix. Hier ist nix. Ich gebe dich auf, ich will das jetzt wissen hier. Hier muss irgendwo was sein. Wo wir reinkommen, aber hier anscheinend nicht. Muss doch irgendwas mit der Ruine zu tun haben, oder nicht? Der Höhle hier. Gut, da können wir jetzt zur Not nochmal reingehen, aber... I don't believe it. Aber eine andere Erklärung habe ich jetzt im Moment auch nicht. Wer bist du denn? Weil die Elfenruine haben wir auch noch nicht erkundet. Also. Weiß es nicht. Hier ist noch irgendwo ein Eingang oder sowas. Haben wir denn oben vielleicht. Ein Fallgatter, dass man da irgendwie eine Leiter runter konnte. Und in der Richtung irgendwas übersehen. Hier diese Platte zum Beispiel. Nö. Also sonst würde ich sagen, tendenziell, dann gehen wir nochmal hin in die Höhle rein, wo wir schon drin waren. Ich wüsste mir sonst keine andere Lösung. Siehste, wir haben den Ort der Macht nicht erkundet und bislang nicht erkundeter Ort, auch nicht fertig. Gut, das kann natürlich ein Bug sein, aber... Aber die einzige Höhle, die ich jetzt hier aus dem Stegreif kenne, ist die, wo wir schon drin waren. Vielleicht waren wir damals nicht gründlich, wo wir drin waren. Kann natürlich sein. Wir schauen mal, ob wir von der Seite hier reinkommen. Das hier.
ist nix. Unter Wasser auch nicht. Mal schauen, tauchen. Oh, jetzt ist ja nix. Nee, lass mal. Die Quest haben wir fertig, aber trotzdem wurmt mich das jetzt. So, wo war der Eingang hinten beim Schiff, ne? Kommen wir jetzt hier nochmal rein. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Sollten wir weiterhin theoretisch hier alleine sein. Aber hier geht's nicht weiter. Edgy Badge verarscht. Haben wir nur eine Karte von der Höhle? Ne, haben wir natürlich nicht. Da geht's weiter. Nein. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Okay, wir sind noch nicht alleine. Speichern geht, speichern geht. Ein Golem, ne? Alter. Wieso hat er den denn jetzt erst... Wir haben doch schon einen Golem getötet. Was? Dups. Wir waren noch nicht hier. Okay, wir können die Türe da jetzt dezent eintreten. Aber den Ort der Macht, da sind wir jetzt auch wieder dran vorbei, oder? Laufen wir da jetzt drauf zu. Links von uns. Was haben wir für eine Brust gekriegt? Ja. Aber da waren wir schon drin. Okay, wie der Ort der Macht muss doch dann hier unten sein. Warum leuchtet er noch rot? Er weiß es selber nicht. Ne, hier ist er auch nicht. Hinter uns. Ich weiß es nicht. Magie. Ein Ort der Macht. Ach, hier. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir aber alles clear hier, oder? Immer noch nicht. Muss man den nochmal benutzen?
Komm, geh hoch. Bleiben die denn immer weiß? Oh Gott, Explorer, wie der letzte Anfänger. Aber egal, wollen wir mal gucken hier. Hatten wir da nicht schon welche gefunden? Werden die dann nicht auch grau, wenn wir die einmal benutzt haben? Hier siehst du ja auch nichts in dem ganzen Gewusel. Ne, die bleiben wohl weiß, weil den haben wir schon benutzt und der ist okay. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Hopp, hopp. So, gut, dann würde ich auch sagen, machen wir dann als nächstes. Erkunde die Ruinen von Tessair, finde Schemas. Die Katzenschulenausrüstung. Zeigt uns dann an, wo wir da hin müssen. Flups, flups, flups. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, da haben wir was zu tun. Da haben wir was zu tun, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.